60 Metern halb rechts abbiegen auf Deichreihe. Da habt ihr es schon gehört. Wir testen eine Fahrradnavigation in der Ape. Moinsen, Leute. Ursprünglich wollten wir ja Fahrradnavigationsgeräte in unsere Appen verbauen. Aber nee, lassen wir. Es gibt nämlich eine App für Smartphone und zwar völlig kostenfrei. Das habe ich mal installiert und da kann man wunderbar die Radrouten, Radfernwege und so weiter einstellen. Viele sind schon vorprogrammiert. Man kann die Karten auch offline nutzen, indem man Credits runterlädt oder beziehungsweise es gibt Credits für verschiedene Aktionen. Und dann kann man sich die Karten aufs Smartphone packen und dann kann man auch offline navigieren. Und wie sich das System bewährt, werden wir auf dieser Tour einmal herauskriegen. So, auf geht's, nächste Runde. Und auf dieser Tour testen wir mal die Fahrradnavigation Virtual Matze auf unserem Smartphone. Wollen wir mal gucken, ob uns die App auch dahin führt, wo wir gerne hinwollen. In 200 Meter links abbiegen. Links ist der Deich, da kann man nicht abbiegen. Dann habe ich einen Hunger. Gut, dass wir heute mal Grillfleisch dabei haben. Da freue ich mich schon richtig drauf. Ja, und jetzt sitzen wir hier schön draußen. Nach unserer Fahrrad-App-Testfahrt und haben uns erstmal ein saftiges Steak verdient, würde ich sagen. Da brutzeln sie und die werden wir uns gleich schmecken lassen. Einmal geht ein Abenteuertag zu Ende. Der Himmel zieht sich zu. Aber wir hatten wieder einen schönen Tag. Tolle Tour. Und diesmal nicht nur aus Jux und Dollerei, sondern auch mit Navi-App-Test. Da läuft sie. Also ich denke mal dafür, dass die App umsonst ist und auch das Kartenmaterial offline verfügbar ist, ist das eine ganz tolle Geschichte, wenn man auch Abstriche machen muss. Aber wie gesagt, dafür ist die App gratis und dann wollen wir nicht weiter meckern. Jetzt kam wieder eine Anweisung, links abbiegen, hier ist eine Kurve, hier kann man gar nicht anders, aber schon geschmeidig. In 370 Metern rechts abbiegen auf den Tisch.
was manchmal nervig ist, dass sie die Anweisung alle 50 Meter wiederholt. Aber nicht immer, ab und zu mal. Oder die Dame ist nur in Quassellaune, ich will das nicht. Und jetzt fahren wir an vorbei und mal gucken, was nun passiert. Ei, diesmal mit Alternativroute, das ging aber flott. In der Regel heißt es dann für die nächsten Kilometer bitte wenden. Aber diesmal ging es flotter. Ist wahrscheinlich der Vorführeffekt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat uns die App dahin gebracht, wo ich hin wollte. Mit ein paar Sprenzchen zwischendurch, aber wie gesagt, ist eine kostenfreie App und da kann man das ruhig mal in Kauf nehmen. Also von mir gibt es 5 Sterne und ich werde sie weiter nutzen und ich denke mal, dass die kommenden Updates auch noch einiges bringen werden. Aber einen ausführlichen Test gibt es dann irgendwann im nächsten Jahr, wenn wir mal richtig eine große Tour machen, wo wir uns nicht auskennen. Wo wir dann mehr oder weniger auf die Navigation angewiesen sind. Und dann wird sich zeigen, was die App wirklich kann. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Hol die Fruchtig, euer Kuddel.